Ich möchte einen Krabbenburger, bitte. Wie du siehst, ist das hier inzwischen ein Hotel. Wenn du einen Krabbenburger willst, musst du ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Okay, ein Krabbenburger und ein Zimmer. Mit Käse. Oh, kann ich auch Käse auf den Krabbenburger haben? Patrick, du wohnst doch hier gleich um die Ecke. Wieso willst du dann in ein Hotel einchecken? Manchmal braucht man auch als Seestern Tapetenwechsel. Wow, der Suppen hier ist wirklich piekfein, hä? Gib das her und trag dich hier ein. Ach, ich muss erst einen Test bestehen? Ich hab doch nicht studiert. Sei nicht albern, du musst doch lediglich deinen Namen da reinschreiben. Ach so, okay. Also, wenn ich bitten dürfte... Nicht hinsehen. Geschafft. Na wunderbar. Hier ist dein Zimmerschlüssel. Ich bräuchte Hilfe für meine Koffer. Wo hast du die her? Du weißt doch jetzt seit gerade eben, dass hier ein Hotel ist. Ach, hier ist ein Hotel? Au, so, hier ist dein Zimmer. Wow. Ich wünsche angenehmen Aufenthalt. Hey, Moment, warte. Mach nur weiter so, mein Lieber, dann gibt's noch viel mehr davon. Mein Herr, hier ist Ihr Krabbenburger. Hey, Thaddäus, echt ein cooler Stein. Hey, warte mal kurz, SpongeBob. Hier, bitte sehr, guter Mann. Oh, sehr nett, vielen Dank. Wo das herkommt, gibt's noch einiges mehr, mein lieber Freund. Thaddäus? Was denn noch? Ich will keine Rinde auf meinem Sandwich. Das ist ein Brötchen, das hat Rinde rundherum. Wie soll ich die Rinde von dem Brötchen entfernen? Durchschälen? Zufrieden? Zimmerservice, hier sind die 50 Krabbenburger, die Sie bestellt haben. Könntest du bitte noch eine Sache für mich tun? Wieso fragst du nicht? SpongeBob! Gute Idee, du hast recht. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte, dass du diese Krabbenburger mit mir verspeist. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Willkommen in den Kostentütü, Thaddäus. Ein Zimmer bitte und zwar im obersten Stockwerk. Was soll denn der Quatsch jetzt? Ich brauche dringend Urlaub. Ich bin überarbeitet. Und gibt's einen besseren Ort, um sich zu entspannen als die Kostentürme? Denn man schlägt den Gästen in diesem Haus auch den lächerlichsten Wunsch nicht aus. Ich muss dir kein Zimmer geben. Ich hab Bargeld. Hier ist dein Zimmerschlüssel. SpongeBob bringt das Gepäck auf mein Zimmer. Ei, ei, Herr Gast, Sir. Und Sie dürfen mich auf mein Zimmer tragen, bitteschön. So schade, dass wir nicht den Aufzug nehmen konnten, aber der ist ja für Gäste. Und Sie sind Personal. Ihr Zimmer, Sir. Und natürlich hätte ich auch gerne Zimmerservice. Ich möchte einen Krabbenburger mit Käse sowie Fingernagelresten und Nasenhaar. Oh. Machst du Witze oder was? Und zwar in 5 Sekunden. Ja, Sir. Bitte sehr, Sir. So, da hast du dein Drecksandwich. Nun ist es auch. Wo denken Sie hin? Ich werde das nicht essen, sondern Sie. Was? Du spinnst wohl, wenn du glaubst, dass ich das esse. Das ist kein echter Krabbenburger mit Käse, Fingernagelresten und Nasenhaaren. Verstehe, Minion. Also schön, Thaddäus. SpongeBob! Tut mir leid, der Käse ist ausgegangen. Hurra! Was darf sein, Thaddäus? 1 Dutzend Plätzchen bitte, und zwar solche wie die von Mama. Hier sind die selbstgebackenen Plätzchen. Die schmecken aber überhaupt nicht so wie die von Mama. Ja, und wie macht sie deine Mama denn? Woher soll ich das wissen? Fragen Sie meine Mama. Dieses Zimmer ist grauenhaft, dekorieren Sie es um. Neptun der 14. wäre schön. Was? Wir schlagen den Gästen in diesem Haus auch den lächerlichsten Wunsch nicht aus. Nun sieht das Zimmer doch genauso aus wie vorher auch. Meine Rede, zurück zu den Anfängen. Na los, nichts wie raus hier, SpongeBob. Ach so, ja, bevor Sie gehen, ich würde gerne schwimmen. Der Pool ist hinterm Haus. Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass ich zum Schwimmen rausgehe. Ah, los, komm rein, das Wasser ist herrlich. Juhu. Gibt's noch irgendwas Bescheuertes, was ich für dich tun kann? Nö, das war's. Ich soll dir also nicht das Essen vorkauen oder dir einen Rückenkratzer aus meinen Lendenwirbeln basteln? Oder vielleicht die Sonne verdunkeln, dass dir das Licht nicht in die Augen fällt? Nein, alles prima. Ja, bei mir auch. Donnerwelle, ein Hallenbad im Zimmer. Ist echt eine schicke Bude hier. Arschbombe!